Hallo und willkommen zu dieser Folge. Zu dieser neuen Folge. Montagmorgen, 7 Uhr vorbei. Ich habe noch den 39 geladen. Hatte ich bei mir Freitag. Am Ende der letzten Folge hatte ich den in Sembach geladen oben und wollte eigentlich am Samstagmorgen rausfahren. Leider gesagt, wenn der Bagger hier um Montag, also heute Morgen kommt, reicht vollkommen aus. Also habe ich mir dann gedacht, dann fahre ich auch erst Montagmorgen raus, dann kann ich den Samstag für wichtigere Dinge nutzen. Meine Frau, meine Kinder. Ja, wie gesagt, bin ich wieder auf dem Weg nach Abenheim, werde wieder in diesen Feldweg einfahren. Ich werde das genauso machen wie mit der Planierraupe. Ich weiß halt nicht, es wird langsam hell. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen heller. Ich fahre in diesen Feldweg rein und da die restlichen 100 Meter, 200 Meter fahre ich dann auf der Kette. Begrenzungsleuchte ist wohl unterwegs rausgefallen. Ich hab's. Das ist das ein Ast oder liegt da ein Bäume? Liegt da ein Bäume, ist ein Ast. Das habe ich unterwegs gehört. War auch ein bisschen erschrocken. Ja, ist wohl runtergefallen und ist direkt ans an das rot-weiße Schild dran. So. Sieht gut aus. Feldweg macht jetzt hier die Biege quasi links und oben an dem Waldrand geht es dann wieder rechts rum. So, hier werde ich ein bisschen lenken müssen. Ein bisschen mitlenken müssen. Oder? Ja, geht auch so. Siebte Gang. Schalt doch runter. Läuft. Im siebten Gang, da quälst du die Kupplung, du quälst alles, die Kupplung schleift. Wie lange? Ich weiß nicht. Geht schon wieder gut los heute Morgen, ne? Den
Weg reinstoßen und dann, dass ich vorwärts in den Weg komme, in dem ich abladen werde. Das hat leider immer noch nicht wirklich hell, ne? Genau. Da hinter dem Schild geht es rechts runter. Es ist 4 Grad draußen, also es kommt auch ein Auto. Ne? Großes Auto. Traktor. Ein Radlader. So, da fahre ich jetzt wieder rückwärts hoch. Weil da unten steht irgendwo die Raupe. Relativ stark geregnet. Ich sehe gerne den Rand neben. Ne? Hier vorne. Ob da was Hohes war oder nicht. Was halt blöd ist, ich weiß nicht, ob man das sieht von meiner Seite aus. Das rechte Display spiegelt sich vorne drin in der Scheibe, dass ich vorne von meinem Rampenspiegel sehe ich quasi nichts. Aber es geht. So. Dann fahren wir jetzt runter. Dann machen wir mal raus. Wochenende ist hier was runtergefahren. Ne? War das der Radlader? Vielleicht war das der Radlader, keine Ahnung. Alter, wo fahr ich rum? So, ich fahre wieder bis hier vorne an die Linkskurve. Das ist jetzt halt alles ein bisschen dunkel hier. Stehen und lade ab. Hänge ich hier ab, fahre rückwärts wieder den Weg rein und den Bagger fahre ich dann per Achse hier vorher.
zusammengehängt alles. Ah, das wollte ich am Wochenende gucken, ne? Verdammt. Mir ist die Halterung hier kaputt gegangen. Ich hab noch eine zu Hause rumfliegen irgendwo. Das wollte ich am Wochenende gucken und hab's doch wieder nicht gemacht. Saubeutel. So. Fahr ich hoch nach Sembach-Ladenwalze. Geh drüber nach, auch bleibt in Sembach. Geh drüber auf der Heuberg. Bei den Ommis. Romantik. Herbst kann auch was Schönes haben, ne? Sorry, dass ich mich jetzt gezeigt habe. Das war so nicht gemeint. Ah, sind so viele Hecke da außen rum. Naja.
Ruhe, so gut wie. Da sind wir so gut wie. Oh, die Raupe schon, ne? Steht schon alles. 10 auf 4.
Samstagmorgen. So, heute Morgen habe ich meine Tagestour. Ich habe natürlich mein Handy vergessen. Kann ich die Kamera, die zweite Kamera, kann ich nicht fernstarten. Ich vermute, die werde ich auf mein Stativ stellen und werde die dann hier auf dem Tisch stehen haben. Beziehungsweise während der Fahrt auf dem Boden. Ich fahre jetzt nach Rodenbach, lade dort in Losan, Radlade. Auf dem Transportauftrag, habe ich schon gesagt, steht Wert am Main. Das ist bei Aschaffenburg da unten. Ich denke aber, der soll nach Obernburg in die Werkstatt zu Losan. Vielleicht war das auch ein Vorführgerät, ich habe keine Ahnung, aber ich denke schon, dass das so laufen wird. Schon geladen, ist genau dasselbe wie der hier, ein DL420. Muss eine Stufe ausziehen. Kann man nicht. Muss eine Stufe ausziehen, das hänge ich gerade zusammen. Der muss nach Wörth am Main in die Werkstatt. Nach Obernburg, sondern wirklich nach Wörth am Main. So, wohin? 113 Kilometer, ist klar. Ist klar. So, hier ist die B. Und da irgendwo muss ich hin. Habe ich 66 Tonnen, der Radlader wird keine 30 haben. Ne? Mal 63 habe ich etwa. 3 Meter Breite haben wir auch nicht, lassen wir drin. 4 Meter haben wir nicht. Das ist meine Route. Über Mainz, Frankfurt, Aschaffenburg. Nach Wörth am Main. Sie erreichen Ihr Ziel um 10.39 Uhr. Ja, schauen wir mal. Fahren wir los. Gehe mich mal anmelden. Da rechts muss ich rein. Irgendwie, also vor der Halle. Mal anmelden und dann mal gucken. Vielleicht drehe ich vorne, dass ich gleich rückwärts reinfahren könnte. Gucken wir mal. Bis gleich. So. Ob ich die Einfahrt so reinkomme. Aber gucken wir gleich, sehen wir gleich, fahre jetzt wieder zurück. Die Autos wechseln.
reinkommen. Das Auto ein bisschen geöffnet. Natürlich beim Einfahren hier. War die Speicherkarte voll, ne? Kann ich doch wieder auf die Bunde stoßen? Nee, ne? Ne, du fährst jetzt da oben links, so, dein Kreisel, wieder links. Dann wieder so da unten Kreisel, wieder links, da kannst du wieder warten, dann raus. Alles klar. Danke, mach's gut. Ciao. Einfahren, Speicherkarte voll. Ja, ärgert mich ja am meisten. Naja, wir haben abgeladen, Jungs hier alle, super Jungs, hilfsbereit. Waren auch Zuschauer von mir. Ich muss mir mal irgendwas machen, T-Shirts oder so, dass ich mal was rausgeben kann. So, da ist er wieder hinter Gittern. Aber kalt heute Morgen. Aber die Bude ist weg. Keller, da ist noch irgendwas drin. Was denn? Bleibt anscheinend drin. So, ich habe jetzt natürlich keine Fensterhalterung dabei, weil ich immer noch nicht geguckt habe, ob ich eine habe zu Hause oder nicht. So, warte mal hier rum. Den können wir eigentlich gerade lassen. Gerade ist der, glaube ich, besser wie. So, Bremse auf. Was für Richtung fahren wir? Die Lenkung ist hin, okay, da müssen wir gar nicht drum rausfahren. Das ist natürlich auch rückwärts fahren. Ne? War das auf der linken Seite? Ja, kann sein. Thank you.
hier mit dem Daumen, mit dem dicken. Muss nochmal kurz raus, den Zaun ein bisschen weg machen, dass ich hier rumkomme. Komm, weg. Normalerweise reichen. Eine Kreuzung vorne dran. Aber dahinter das müsste arbeiten. Das mache ich jetzt einfach. Ob das klappt oder das klappt nicht. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Jetzt mein Problem, dass da immer mehr Leute kommen und parken bleiben. Und bleib stehen. Ich hab schon wieder Leck. Sorry. Hab die Lenkung vergessen.
habe jetzt meine Lenkung öffnen. Ansonsten wird es nichts.
So ist Dienstagabend, 20 vor 5. Ich habe ich gefahren heute, bis jetzt. Oh, kann man da was sehen? Das ist immerhin, du machst, bis du da was erkennst. Ne? Meine Fahrzeit. So. Jetzt fahre ich noch nach Hause. Heute Abend aber nichts mehr. Umgesattelt ist morgen früh auch gleich. Oh, dann mache ich das morgen früh. Oh, Schluss für diese Folge. Hat wieder etwas Spaß gemacht. Like oder Abo würde ich mich sehr freuen. Boah, hab ich Scheibe. Boah, hab ich dreckige Scheibe. Einmal Autobahn fahren und schon sieht die Mühle aus wie Mühle. Vielleicht mache ich die noch ein bisschen sauber. Aber morgen soll es eh wieder den ganzen Tag regnen. Im Radio haben sie sogar gesagt, es soll morgen auch Regen von der Seite kommen, also es wird stürmisch. Auch schon lange her. Schatz. Ja. Noch ein paar Folgen schneiden. Mal gucken, ich werde die nächsten Samstage wenig Zeit haben. Gucken, muss ich das halt unter der Woche abends machen. Passt schon. Da würde ich mir manchmal wünschen, ich würde quasi Fernverkehr fahren, würde irgendwo von, sage ich jetzt mal, mittags um 4 bis morgens um 6 Uhr parken. Ich weiß, das ist nicht so heute. Ich bin früher für die Post und da ein sogenanntes Tremper-Fahrzeug, das heißt kein Fahrzeug, das hier nur um den Kirchturm quasi fährt, sondern das Post-Deutschland-weit fährt, war nur, ich glaube, 6 Wochen vorher Weihnachten, logischerweise, jeder hat irgendwas bestellt. Ja, und da war es wirklich immer so, du warst irgendwann morgens um zwischen 3 und 4 Uhr leer und hast erst dann abends um, sag mal, frühestens 18:30 Uhr hattest du deinen Abzug. Ja, also musstest du mit deinen Brücken aus der jeweiligen Niederlassung draußen sein. Frachtpostzentrum. So. Da hattest du wirklich Zeit. Da konntest du alles, was dich irgendwie gestört hat, klären über Tag. Logisch hast du dann erstmal bis um 2-3 Uhr gepennt. Also das von der Arbeit her, auch wenn es Wechselbrücken waren, ja, war das richtig entspannte Arbeit. Hat es keinen Zeitdruck, also wirklich selten Fahrten gehabt, wo die Zeit knapp war. Wenn es halt doch nicht irgendwie hingehauen hat, dann hast du angerufen, dann hast du eine Servicenummer bekommen, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, dann hast du diese Nummer auf deinen Frachtbrief eingetragen, musstest von Hand quasi Frachtbriefe schreiben, die hast du da eingetragen und sobald du eine Verspätung gemeldet hattest, war das alles gut.
gar kein Thema. Ja, egal, ich schweif schon wieder ab. Ja, und das mache ich halt jetzt heute Abend, morgen Abend. Folgen schneiden für die nächsten Wochen. Wobei ich habe viel Material für die. Wenn ich das heute dazu nehme, dürften es 4 Wochen etwa sein. Ach, 4 Wochen. Ja, schön wäre es 4 Folgen. Ich bin nicht beide Sachen. Ich bin urlaubsreif. Und ich ist bald Weihnachten. Sorry. Da hat es dich gebeutelt. Keine Absicht. Hab auch nicht mehr dran gedacht. Ja. So, jetzt aber. Nach Hause rollen. Eine große Napf setzen und dann. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis dann. Tschüss.